Hi Leute, heute geht es um die optimale Uhrzeit, wann du am besten essen solltest. Erfährst du gleich. Okay, und zwar, ich hatte es neulich immer mal wieder, dass mir aufgefallen ist, und ich habe das selber häufig gemacht, dass ich sehr spät abends gegessen habe. Und vielleicht kennst du es auch. Vielleicht merkst du auch, wie du dich am nächsten Morgen dann fühlst. Und von der optimalen Uhrzeit her, vom Essen her, ich möchte heute eher eben auf diesen Aspekt eingehen, dass es nicht gut ist, zu spät abends zu essen einmal. Das heißt, wenn du vielleicht um 9, 10, 11 Uhr noch isst abends, dann wird das Ganze nicht mehr richtig verdaut. Das Ganze tut deinem Körper nicht wirklich gut. Und am sinnvollsten ist es eigentlich abends besonders, dass du, ich versuche immer mindestens, dass ich vor 8 Uhr fertig bin mit dem Essen. Das heißt irgendwie 6, 7 Uhr Abendessen. Und dann kann der Körper noch in Ruhe verdauen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wann du dich ins Bett legst und was du abends noch isst. Also ich sag mal, zum Beispiel, wenn man wirklich was ganz Leichtes isst, ohne Fett, einfach nur ein Salat, wasserhaltig, ohne irgendwie großartig Gewürze, Fett wie gesagt weglässt, dann, ja, wenn man dann noch 2 Stunden wach ist, dann passt es normalerweise einigermaßen so. 2, 3 Stunden sollte man auf jeden Fall Puffer haben, bis man sich dann hinlegt. So, aber wenn man eben eine fettreiche Mahlzeit isst, dann braucht man da eben mindestens diese 2, 3 Stunden. Und wenn was vorher nicht richtig verdaut ist und man legt sich hin, dann gibt es einfach Fäulnisprozesse im Darm, es tut nicht gut. Und häufig ist es auch der Fall, dass wenn man, was ich auch oft gemacht habe, dass ich einfach zu spät gegessen habe, frühst zum Beispiel intermittierendes Fasten gemacht habe, bis um 12 mindestens. Und dann hatte ich mittags noch irgendwas zu tun und noch was gemacht und man ist dann so vertieft in der Aufgabe und dann ist plötzlich irgendwie 2, 3, 4 Uhr, wo man isst das erste Mal. Und dann hat man oft Heißhunger, beziehungsweise dann isst man vielleicht auch nur eine Kleinigkeit, weil man dann wieder noch andere Sachen erledigt. Und dann hat man abends eben diesen totalen Heißhunger und dann isst man zu spät, zu viel und verdaut es nicht richtig. Und das ist eben der Punkt, dass man dann lieber schaut zum Beispiel, dass man lieber früher isst, auch mittags, nachmittags schon mal eine Mahlzeit und dann ja, abends lieber 6, 7 Uhr und dann hat man auch wirklich genug Verdauungszeit. Auch dieses vor 8 Uhr Essen ist einfach ja, besser von der Verdauung her. Genau, also das wäre so mal meine Tipps so zur Uhrzeit, zum Zeitfenster, wo man isst. Und ja, das ist einfach das Wichtigste, dass man nicht zu spät abends isst. Wirklich diese Essenspausen sind einfach wichtig, da auch mal klare Pausen zu setzen zwischendrin. Ich mache es zum Beispiel so, merke auch, dass es mir einfach gut tut, dass ich ja vormittags einfach nichts esse und dann esse ich ja 12, 1, 2 Uhr mittags eine Mahlzeit und dann eben abends nochmal 6, 7 Uhr und dann bin ich danach eben auch noch lang genug wach und dann verdaut man das Ganze auch gut. Das ist wirklich ja was sehr Schönes, was man machen kann. Diese Essenspausen beachten, die Verdauungszeiten, nicht den ganzen Tag irgendwie zwischenrein snacken, sondern wirklich dann mal nichts zwischendrin essen, dass der Körper sich wirklich mal resetten kann, wirklich das mal verdauen kann, wirklich mal sich auch noch um andere Dinge als Verdauung kümmern kann. Ja. Das wäre es eigentlich mal so ein paar Tipps mal für dich, so ein paar Richtungen, was man da beachten sollte. Genau, es ist natürlich sehr individuell auch, je nachdem, was du isst für Lebensmittel, je nachdem auch, wie dein Tagesrhythmus ist.
Es ist sehr unterschiedlich, auch von Gewürzen her und so weiter. Und da kann man zum Beispiel auch mal probieren, dann, wenn man das Gefühl hat, irgendwas tut einem nicht so richtig gut, dass man mal Monomahlzeiten ausprobiert, einfach um rauszufinden, okay, welche Lebensmittel kann mein Körper eigentlich gut verdauen. Und ja, das sind da eben auch noch Geschichten, die du sehr gerne ausprobieren kannst. Ja, wenn du noch Fragen dazu hast, wann, wie viel, wie oft, was essen, dann kommentier gerne mal unten drunter und kommentiere auch gerne mal unten drunter, wenn dir das Video weitergeholfen hat. Abonniere sehr gerne den Kanal, die Glocke drücken und Daumen nach oben geben und die ganzen Geschichten kennst du ja. Genau, und wenn du möchtest, dass wir da individuell auch bei dir mal schauen, dann findest du auch einen Link in der Infobox. Schau dir den auch mal an, dann können wir sehr gerne mal miteinander sprechen und deine Situation genauer mal anschauen. Ja, so ein kostenloses Anamnesegespräch im Prinzip machen. Ein kleines Erstgespräch und da schauen wirklich, wie gesagt, was du da noch machen kannst, wenn du da noch Probleme hast, sei es mit der Verdauung, mit den Uhrzeiten und mit dem, was du isst. Ja, und dann wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.